Herzlich willkommen auf meinem Kanal Modeling Works. Heute zu einem neuen Video. Es geht heute um zwei Sachen. Einmal hier hinten um dieses Gegengewicht. Das werden wir befüllen. Und es geht um diese Kabine. Die ist jetzt schon ausgedruckt. Aber wir fangen jetzt nochmal an mit der CAD-Zeichnung, wie ich die am PC gezeichnet habe. Los geht's. Die Kabine nur zur Hälfte druckt, dann hat es zwei Vorteile. Einmal beim Zeichnen, ich bin natürlich wesentlich schneller, aber der zweite größere Vorteil liegt darin, ich brauche somit keine Stütze. Alles, was jetzt hier blau wäre, wäre eine Stütze, habe ich nur hier unten. Somit komme ich auf einer Zeit von knapp 4 Stunden. Das heißt, die ganze Kabine wäre in 8 Stunden fertig. Wenn wir jetzt zum Vergleich uns mal die ganze Kabine reinziehen, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Jetzt fängt er an zu rechnen. Es dauert natürlich ein bisschen länger. Und man sieht schon, ein Tag und eine Stunde. Alles, was blau ist, ist Stütze. Also ich habe mehr Stütze als irgendwas anderes. Ich könnte jetzt noch hingehen und könnte das drehen aufs Dach, aber selbst da wird es auf jeden Fall länger dauern. Wir gucken mal, was er macht. Ja, selbst da sagt er, es dauert 15 Stunden und man sieht auch hier wieder, das Blaue ist Stütze. Also auf jeden Fall werde ich die in zwei Hälften drucken und danach eben verkleben. Wie das aussieht, schauen wir uns jetzt an. Das Teil ist ausgedruckt und auch schon geklebt. Sieht recht gut aus. Es sind noch ein paar kleine Übergänge vom Kleben, aber die werde ich dann wegschleifen und so ausbessern, damit man das nach dem Lackieren dann nicht mehr sieht. Ich habe auch schon eine kleine Verbesserung eingebracht, im Gegensatz zu diesen anderen Modellen, die ich schon habe. Man sieht, man kann das jetzt abnehmen. Das heißt, ich habe das hier unten offen gelassen. Der Vorteil ist somit, ich kann die jederzeit runternehmen und man kann auch mal reingreifen, kommt von innen rein. Wenn ich die lackieren will, muss ich Klebeband von innen anbringen und das zukleben, die Scheiben. Also man kann schön reingreifen
Und wenn mal irgendwas dran ist, innen drin, irgendwas an dem Fahrer oder es hat irgendwas nicht gehalten, kann man das ja einfach abnehmen. Also schon mal wieder eine kleine Verbesserung. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen zum nächsten Schritt. Es fehlen jetzt noch die Fensterscheiben für diese Kabine. Ich habe mir überlegt, ich mache das wieder mit Plexiglas, weil es sieht einfach doch besser aus, beziehungsweise es ist klarer, als wenn ich das jetzt mit durchsichtigem Filament drucken würde. Wie ich das mache, schauen wir uns jetzt an. Ich mache das auf eine ganz einfache Art und Weise. Ich habe das jetzt hier aufgelegt. Ich nehme einen Stift und zeichne mir das ja einfach erstmal nach. So, dass wir noch schön am Rand entlang gehen. Gut, das war's. Jetzt geht es zum Sägen. Die Scheiben sind drin. Ich habe noch die Folie drauf gelassen, damit das nicht alles zerkratzt wird. Ansonsten, es war etwas Arbeit, diesmal auch wirklich Handarbeit. Ich habe versucht, mit verschiedenen Maschinen das zu sägen oder zu bearbeiten. Das hat alles nicht so funktioniert. Am Ende bin ich dann bei der guten alten Handbügelsäge geblieben, weil mit der Maschine, es ist hat entweder gerissen und ist ausgebrochen oder es ist zu heiß geworden und hat nur geschmiert. Deswegen die gute alte Handbügelsäge. Ja, in der Zwischenzeit habe ich hier noch ein paar Anbauteile ausgedruckt. Zum Beispiel hier vorne so eine Halterung. Ich habe schon mal einen Fensterrahmen. Hier kommt dann der Scheibenwischer ran. Also jede Menge Kleinteile, Türgriff, Scharniere, Spiegel und so weiter. Das ist auch erledigt. Und jetzt kommen wir noch zum nächsten Part. Los geht's. Wir kommen noch zu einer schönen Aufgabe. Es geht um das Gegengewicht. Das soll gleich noch befüllt werden. Doch bevor das stattfindet, müssen wir natürlich erstmal schauen, ob der Kollege nicht inkontinent ist und ob das Wasser überall rausläuft. Los geht's. So, wir gucken mal, wie es aussieht, wo es rausläuft oder ob es überhaupt rausläuft. Ups. Oh ja. Ja, man sieht schon, es ist leider nicht ganz dicht. Das heißt, da muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Mit Spachtel oder mit irgendwas anderem werde ich das jetzt erstmal abdichten. Gut, auf geht's. Ich würde sagen, wir schauen noch mal, ob es dicht ist. Jo, ich muss sagen, was ist das denn? Hier tropft es ein bisschen, aber das ist trotzdem vollkommen okay. Kann ich so lassen. Weiter geht's.
Wir werden das als nächstes befüllen. Ich habe bei Tess herausgefunden, dass ich ungefähr 500 Gramm zusätzlich brauche, damit er hier einigermaßen ausbalanciert ist, nicht zu viel, nicht zu wenig. 500 Gramm ungefähr sollten wir hinbekommen. Deswegen habe ich schon mal zwei verschiedene Sorten an Granulat geholt. Einmal haben wir hier ein Kunststoffgranulat und einmal ein Bleigranulat. Und jetzt gucken wir uns als erstes mal an, was diese zwei Beutel wiegen. Und dann werden wir nämlich ganz schnell einen Gewinner haben. Also, gucken wir uns als erstes mal Blei an. 1,8 Kilogramm. Das ist ordentlich für den kleinen Beutel. Und Kunststoffgranulat. 1 Kilo. Wunderbar. Dann, Ergebnis ist gefallen, mit was wir gleich befüllen werden. Also es wird auf jeden Fall das Kunststoffgranulat und jetzt werde ich das mal hier oben einfüllen. Schalten die Waage an. So. Wir setzen das auf 0. Und jetzt geht's los. Knapp 300 Gramm. Gucken wir uns an. 280 Gramm ist natürlich perfekt, weil es kommt ja auch noch der Harz dazu. Da hat hier eine Angabe, 242 Gramm sind hier drin. Ich glaube nicht, dass alles reingeht, aber das 300, hier 200 sind wir bei die 500. Wunderbar. Bevor ich das jetzt hier einfach reinkipp, habe ich mir noch mal Gedanken drüber gemacht, weil es doch ein bisschen zähflüssig ist, damit auch gegeben ist, damit dieses Harz wirklich bis runter läuft, habe ich schon mal einen Test durchgeführt. Wie das aussieht, gucken wir uns hier an. Ich habe hier einfach mal ein Ausschussteil genommen, habe das mit dem Granulat gefüllt, obendrauf das Harz gefüllt, aushärten lassen und dann habe ich es hier unten durchgeschnitten und man kann schön sehen, dass es durchgelaufen ist und schön ausgehärtet hat. Es ist ausgehärtet. Es ist eine schöne ebene Fläche auch geworden. Wunderbar alles. Wir haben ein bisschen mehr als 500 Gramm. Es hat auch mehr reingepasst, als ich gedacht hätte. 550 Gramm sind wir jetzt am Ende. Wunderbar alles. Ich kann das jetzt hier noch oben drauf kleben und damit ist diese Aufgabe auch erledigt. Ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, abonniert mal den Kanal, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Ansonsten, ciao Leute.